Herzlich willkommen zu unserem Live-Video beim Wollwort. Ja, jetzt gehen wir so ein bisschen rein. Hier sind wir zum ersten Mal. Der Wollwort befindet sich in Bergheim. Ja, schöne Mütchen für die kleinen süßen Zwergen. Hier ist so der Winterbereich schon, ne? Mit Mützen und Schals, Pullis, Hosen, Jogginganzüge und ja, vielen, vielen mehr. Sehr schön platziert, je nachdem, also so jede Reihe mit den Sachen ist, war in Ordnung. Ich fand die Farben hier sehr schön von den Strickpullovern. So Flieder und Lila ist ja so meins. Bisschen die Sus ist hier auch ja, in Unterwäsche und ansonsten Koffer und Taschen. Ich fand so eigenermaßen in Ordnung, aber der Wollwort ist richtig, richtig durcheinander. Und deswegen werden die Videos auch recht durcheinander sein, von einer Ecke auf die andere Ecke. Ja, wir haben noch eine Sporttasche gesucht, aber ich habe jetzt nichts Passendes für mein Kind gefunden. Alles war einfach in XXL-Größe, in XXL-Format. Ja, Paranzen. Dann haben wir hier, ja, Bastelecke mit Acrylfarben und viel mehr. Blocks. Ne, habe ich hier so ein Set gefunden, fand ich recht schön. Preis, ja, stand nicht dahinter. Viele Sachen waren hier nicht ausgepreist. Also hier, ja, natürlich steht oben 1,50 Euro bei dem Kuli, aber so waren viele, viele Sachen nicht ausgepreist. So richtig, ja, und wie gesagt, richtig durcheinander. Wir haben für Annas Geburtstag ein Krönchen gesucht und ja, ein paar Servietten. Da haben wir auch recht schöne gefunden. Die Krone war sehr schön, aber da hat das Unterteil gefehlt, sonst hätten wir sie genommen. Da waren alle kaputt, die waren alle abgeklebt. Die hätte nämlich geleuchtet. Ja, dann haben wir eine andere genommen. Leider. Hier haben wir auch eine schöne Spielzeugecke. Das fand ich recht schön. Ich dachte zuerst, das ist aus Holz, aber das ist aus so einem leichten Plastik. Ich wollte es mal für unser kleines Patenkind nehmen, aber das ist zu plastisch für mich schon gewesen. Da liebe ich das Lee eher aus dem Holz. Das ist viel, viel stabiler und schöner. Ja. Solche Fingerchen aus Silikon, also aus Gummi, die waren recht weich. Barbies, Püppchen, Koffer, ne, alles Doktorspielchen, alles Mögliche hier gewesen. Ja, die Preise auch recht normal für das Spielzeug, wie auch überall eigentlich. Ich fand hier die Baby-Ecke, die Kinderecke recht schön aufgebaut. Die Sachen sehr, sehr schön sortiert und auch sehr, sehr schöne Sachen. Jäckchen einfach mega, mega süß für so kleine süße Zwerge. Einfach goldig, einfach goldig. Könnte ich hier die ganze Zeit sein. So süße kleine Babymantel, Bademantel. Ne? Hier haben wir auch Regenanzüge. Auch sehr, sehr schön für Erwachsene und für Kleine. Alles an einem Stand. Ja, Anna hat auch ein bisschen geguckt, mit Mama zusammen natürlich, ne? Also ihr seht ja, es ist riesengroß, der Wohlwort, und wir waren nicht überall in jedem Gang drin, weil es eben mega durcheinander war. Ja, hier so ein Kragen fand ich nicht schlecht, auch für Jungs und Mädchen, für alle was dabei. Ja, ich bräuchte so eine kleine Leihwand für den Arseni, weil er wollte für die Anna was malen zum Geburtstag. Ja, die Anna freut sich. ja, hier haben wir auch zum Nähen. Hier haben wir so schöne und coole bunte Knöpfe. So Sicherheitsnadeln, ne? Die fand ich richtig cool, dass sie bunt sind.
So ein Lila und ein Braun-Weiß. War schon sehr, sehr interessant und auch spannend, dass es sowas gibt, eben in Bunt. Ja, zum Häkeln und Nähen. Dann haben wir hier Kissenbezüge und Bezüge allgemein, ne, so Wohnwelt. Alles, alles von allem etwas. Wie gesagt, der Vollwort ist riesengroß. Aber es war auch viel los in den Gängen, wo ich jetzt filmen wollte. Und auch, wie gesagt, recht durcheinander. Ich habe euch jetzt einfach nur so überall so ein bisschen zeigen wollen, weil ich das schon sehr schön fand, dass ja Volvo schon sehr, sehr viel an Produkten, an Sachen hat, die er uns bietet, ne? Ja, hier haben wir natürlich die wunderschöne Weihnachtswelt, die Schüsselchen, Becherchen, Gläser, ach, alles Mögliche, was es nur gibt. So zu Weihnachten. Mega, mega, mega schön. Ja. Und hier vorne auch alles mega schön aufgestellt gewesen. So ein Stand direkt, wenn man nach vorne kommt. Den habe ich dann von hinten aufgenommen quasi, weil ich den nochmal hier schöner entdeckt habe. Ja, total süße Figürchen. Also an Dekorationen natürlich findest du hier alles. Ja, für Hundis gibt es hier auch total süße Spielzeuge, Anziehsachen. Direkt neben den Hunden ist auch hier sind, ne, Weihnachtsmützen aufgebaut gewesen. Hier sind auch Dekorationen dann jetzt für Weihnachten, ne? Auch zum Basteln, Aufkleber, Tüten, Klammern, ach, Bäumchen, alles Mögliche, was du nur haben möchtest, findest du hier bei Wolford definitiv. Also, das ist so 1000% gesichert. Ja. Wir haben auch schön geshoppt, was das Zeug hält. Hab hier noch Weihnachtskarten ein bisschen geschaut. Fand es hier auch sehr schön, besonders dieses hier mit einer Uhr, Sekt und Gläserchen, ne? Passt sehr, sehr schön, so festlich. Ja. Tütchen, Holzspielzeuge, ne? Einfach mega, mega schön. Hier die Feen, hier den Reh, oder, ne, fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, es gibt auf jeden Fall hier einiges in Wollwood. 2,50 € so ein Kerzenständer. Dann habe ich hier noch was geguckt, so Untertassen, ne, 2,50 €, die waren so aus Kork. Jetzt nicht so aus Filz. Ja. Total süß. Dekorationen, einfach wirklich von allem, allem einfach da. Ja. Total süß. So Gläschen, Tassen. Das ist auch so ein Kerzenstern. 2,50 €, ne? Also manchmal, ja, denke ich mir schon, dass es etwas teuer ist. Aber wobei ich denke, die Preise sind recht überall gleich. Nehmen wir Kick, nehmen wir Teddy, Action und ja, Center Shop oder sonstige Geschäfte. Legen wir Pi mal Daumen überall im gleichen Preis. Ja. Hier war auch recht durcheinander. Konnte ja auch die Sachen gar nicht rausnehmen, weil sonst würde alles rausfallen. Hier fand ich diesen Kranz sehr, sehr schön. 15 €. Schlicht und total süß, ne? Sehr, sehr schwer. Auch gleichzeitig, ja. Aber ich habe mich für diesen hier entschieden. Sehr, sehr leicht. 8 € hat er gekostet. Ja, in Weiß und den gibt es dann noch in Grau.
Weil ich ja etwas basteln wollte. Deswegen fand ich ihn perfekt einfach dazu. Ihr seht ja auch hier in so einem grauen Ton. Na, dann haben wir hier auch vorne oder fast am Ende des Geschäftes, sagen wir mal so, Lichterkettchen. Richtig süß. Ich fand diese Stangen einfach mega tastisch. Ja, hier nochmal ein bisschen noch Weihnachtsdeko. Einfach so Nikoläuse oder Weihnachtsmänner. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Hier fehlt ein Kohl. Ja, ich wollte zuerst diese Muffins nehmen, aber die fand ich dann doch nicht so schön. Ja, weil ich ja so einiges an Dekorationen brauche. Für so Bastelvideos auch für euch. Ja, hier fand ich auch sehr, sehr schön die Ecke einfach farblich sortiert. Rot zu Rot, Grün, Schwarz, ne, also Weiß. War schon sehr, sehr schön zu sehen, dass es ja Silber, ne, alles so seine Ordnung hatte. Richtig schön gemacht. Ja. 3 € vier Häuschen, die waren sehr schön, aber die fand ich mir auch einen Ticken zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier seht ihr so Kugeln, auch farblich sortiert. Ich habe dort einen Stern entdeckt, was ich einfach zu schön fand. Seht ihr, der ist einfach sehr, sehr schön. Der ist einfach zu perfekt für mich, wie ich ihn einfach immer gesucht habe. ja, ich hätte gern vielleicht eine andere Farbe. Ja, aber ja, doch für Silber war ich jetzt dann auch mega glücklich, dass ich das doch auch haben konnte. Und den habe ich auch genommen. Schmetterlinge, ne? 3 €. Tja. Hier haben wir auch nochmal so Silber, ne, gehen wir ins Goldene rein, auch Schwarz ist hier, ne, so Donuts oder so ein Einhorn-Donut. Also das sind schon sehr coole Sachen, so Ananas, aber 3 € für so ein kleines Spielzeug, dachte ich mir dann schon zu teuer. Dieses Lebkuchenhaus war auch mega, mega schön. Ja. Ja. Hier haben wir so ein bisschen was zum Aufhängen, Dekorieren, Schleifchen und Blumen. Und ja, schwarz natürlich. Da finden meine Kinder momentan auch sehr, sehr schön die Farbe. Ist auch schön, ne? Auch hier ist schöne. Kombi, Schwarz-Gold-Kugeln. Hier so ein Schwarz mit Sternen. Dann fand ich hier diesen mit dem Elch. Also der war echt mega, mega edel. Ja, 2 € für so eine Kugel. Aber der durfte mit. Grün, rosa, Gold. Na, also mega, mega schön. Ich kann hier nicht genug sagen, dass es voll schön ist. Dieser Stern war auch schön, aber der war viel zu klein, jetzt für meinen Baum gesehen. Schwarze Schleifen. Ja, jetzt sind wir hier beim Ende schon. Und wir gucken, dass wir auch langsam zur Kasse kommen, denn unser Korb ist schon ja, sehr, sehr voll. Einfach zu voll. Mehr genommen, als wir wollten, aber das war hoch ansteckend, hier auch anzukaufen. Leer kommst du hier nicht raus. Ah ja, Lichterkettchen, ne? Aus dem Holz, aus dem Plastik, was weiß ich, alles, was das Herz begehrt, kannst du hier bekommen. So eine Krippe fand ich auch sehr, sehr schön. 7 € hat sie gekostet. Ja. Oh. Ja, hier haben wir noch so Spardosen. Fand ich auch total süß. Eine schöne Auswahl, was hier alles noch so einfach gibt. Und
Ja, hier nochmal so in so Weihnachtskugeln, Geschenkkörbchen und So, wir zeigen euch gleich noch schnell unseren Woolworth Shopping, unseren Einkauf. Das haben wir so für Anna mitgenommen. Dann haben wir hier Geschenkpapier in Rosa für die Anna, dass wir sie Leonie einpacken. So ein süßes Krönchen für die Anna. Ja. Dann habe ich so ein Stern für unseren Weihnachtsbaum gefunden. Ich habe ja schon auch einen anderen gekauft, aber der ist hier zum Knipsen, ist der. Ja, muss man zuknipsen. Genau, der hat jetzt, was fehlt, 3,50 € gekostet, aber ist er nicht schön? Ist er nicht schön? Ja, das mag die Anna. Nehme ich mal an, auch zum Geburtstag. Das hat Leonie auch ausgesucht zum Einpacken. Das habe ich schon mal fürs Tortenstecker, aber ich habe was anderes damit vor. Dann habe ich sowas hier genommen. Da lasse ich meine Fantasie freien Lauf. Mal schauen. Dann solche Weihnachtsmänner. Das haben wir für Anna zum Geburtstag mitgenommen. Tischdeko. Tischdeko. Solche süße Servietten auch. Hier habe ich was vor. Das ist aber noch nicht fertig, das werde ich euch danach zeigen. 1 € waren diese Ballons reduziert. Dann will der Seni für die Anna zum Geburtstag was malen. 2,50 €, ne? Das hier. 3 € haben die davon gekostet. Dann habe ich hier noch eins. Joa. Ja, solche für 2 €. Ein Fritt. Anna hat sich selbstständig dieses hier ausgesucht. Das hier was auch für die Anna. Dann haben wir das hier für speziell zum Dekorieren. Eine schwarze Kugel. Das ist auch für ihr Das ist auch Was für, sie sich ausgesucht. ja, sie liebt ja Aufkleber, Katzen, Ja. Bären, das ist alles so ihr. Ja, das habe ich auch zum Basteln für ein anderes Video für euch. Das ist auch für Anna zum Geburtstag. Auch für Geburtstagskarte von mir. Anna, so süß. Ja, da basteln wir mit euch zusammen Kranz. Deutsche Kügelchen. Dann natürlich schwarz, darf nicht fehlen. Dann haben wir hier nochmal Happy Birthday. Dann habe ich mir so einen gekauft. Leonie, die Anna hat ausgesucht, ist in Pink. Also sie wollte unbedingt die Farbe. Dann machen wir hier mit euch ein separates Bastelvideo. Also wir stellen unseren Kranz zusammen. Und den hat Anna von mir zum Geburtstag so eine Kleinigkeit ausgesucht, weil sie bekommt von uns dann noch was anderes. Und ja, sie wollte unbedingt das hier haben. Da habe ich ihr nicht widerstehen können für 8 €. Ja. So, ja. Das war unser Einkauf und wir sind glücklich geblieben. 67 € habe ich bezahlt, 17 € hat Leonie bezahlt. Wir haben bekommen das, was wir bekommen wollten. Zum Teil mehr oder weniger haben wir auch automatisch Sachen genommen. Ja, ist recht teuer, muss ich sagen. Recht teuer für das bisschen, was ich hier auf dem Tisch liegen habe. Aber okay, ist okay. Ich will da jetzt nicht jammern. Ich bin glücklich und zufrieden. kann ich ja ausprobieren, ob sie mir schon mal passt. So ein bisschen. Halbwegs. Ja, auf jeden Fall hat das Video uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das Video Shopping hat uns gefallen und ich verliere Haare. Pink. Ja, schade, wir haben jetzt gerade mit der Leonie besprochen. Schade, dass es durcheinander in den Gängen ist oder der Wallboard selber ist durcheinander aufgebaut.
Das ist sehr schade. Das hat mir dann persönlich auch dann nicht gefallen, weil das so ein Durcheinander ist. Du läufst in den anderen Gang, dann zu dem anderen Gang. Da ist Deko, da ist ein bisschen Deko. Hier ist ein bisschen auf der Gegenüberseite dann noch was. Da ist noch eine Reihe. Ja, na gut, wir wollen aber uns nicht beklagen. Das war trotzdem schön und ich denke mal, wir werden nochmal dahin fahren. Wir haben nochmal DM nicht erkundigt. Ich wollte gerade Dort, sagen, wir waren da in ist, DM noch nicht. ja, es war auch noch ein DM-Laden dort, großes. Boah, müssen wir mal gucken. Den Subway muss ich da auch Und noch wir. probieren. Ha? Den Subway muss ich auch da noch probieren. Zapfi? Subway. Subway, ach so. Das ist ja Ja, mein Mexikaner. ich weiß. Oh Gott, jetzt bringst du mich hier durcheinander. Ja. Wir sind glücklich und zufrieden. Ich hoffe, ihr seid dann auch glücklich und zufrieden. Freue mich über eure Däumchen nach oben, über die Kommentare natürlich auch. Und ja, du darfst mir auch sehr, sehr gerne ein Abo dalassen, wenn das Video dir gefallen hat oder ich als Person auch, meinen Kanal, meine Videos. Ja, es kostet für dich nichts, gar nichts. Und wie gesagt, ich würde mich mega, mega freuen, wenn du mir ein Abo dalassen könntest. Ja, und ansonsten sage ich bis morgen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, jeder Einzelne. Und ja, bis morgen. Deine Xenia. Tschüss.